Ich werde im heutigen Video gleich noch die richtig krassen Belohnungen vom Freunde-Werben-Feature her zeigen und da ein bisschen was fangen. Zuerst noch die eine oder andere News. Nummer 1. Die Eitransparenz ist nun für alle verfügbar. Nur bei neuen Eiern. Nicht die, die man von damals hatte. Man tippt drauf und sieht hier, das sieht ein bisschen seltsam aus. Es sollten eigentlich 3 weiße Eier da sein und unten 4, die Rarität sozusagen darstellen. Aber weiß auf weiß sieht man eben nicht so gut. Und da sieht man, was in dem Ei drin sein kann, wie selten. Je weiter oben, also diese obere Kategorie ist häufig, die untere seltener. Genau, das mal dazu. Zu den Eiern, da gibt es auch ein bisschen mit dem Oster-Event. Und welche Eier da, welche Pokémon rausgekommen sind, da war schon relativ fürchterlich, muss man sagen. Die Seltenheit von den Event-Eiern. Na gut, dann ein neues Update, da wo ich schon ein paar Sachen im Code vorgestellt habe. Das ist nun im Store verfügbar, aber Achtung, da lese ich von vielen Fehlern momentan. So in die Richtung, dass Team Go Rocket dann nicht funktioniert. Dann haben es die Leute neu installiert. Plötzlich hat man die Karte hier, diese Straßen und so, die Wege nicht gesehen. Na und so weiter und so fort. Und einen Vorteil hat man aktuell dadurch nicht, also wer warten kann, sollte eventuell warten. Ich sehe keinen Vorteil, wenn man jetzt schon das Update macht, außer eben nur Kopfschmerzerei im Internet. Aber noch eine Sache, die gefunden wurde, ein Asset, eine Grafik mit einem Lapras und einer Fliege. Also keine Fliege, die fliegen kann, denn wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, 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 fliegen nach, so eine meine ich nicht, sondern eher so eine Masche. Fliege in der Hinsicht. Und da gibt es wohl auch, irgendwo in Singapur gab es da mal ein Plüschtier mit Lapras. Keine Ahnung, was für ein Event da vielleicht anstehen wird. Wurde nur im Code gefunden, hat nichts zu bedeuten. So, genau. Und dann sind wir mal gerade bei einem Nicht-Event-Event. Aber passenderweise, nein, mit dem Magnetilo kann ich es nicht zeigen, mit dem Magneton könnte ich es noch zeigen. Die Pokémon, die man benötigt für eine, also die man entwickeln kann mit einem besonderen Modul. Habe ich ein Magneton gerade? Ich habe ein Magneton, ich habe ein Magneton. Oh, das sieht man nur mit dem neuen Update. Dann werde ich hier einen Screenshot einfügen. Da ist schon der Entwickeln-Button mit dem Lockmodul drauf und besagt eben, hey, du brauchst hier so ein Lockmodul aktiv in deiner Nähe, dass du das machen kannst. Gut, ich habe im vorherigen Video meinen Werben-Freundescode gezeigt und die ganze Zeit aufgeploppt. Jedes Mal plus 50 Sternenstaub, 50 Sternenstaub, jedes Mal, wenn das bei mir kam, hat irgendeine andere Person plus 100 Pokebälle bekommen. Und einige davon waren auch sehr aktiv. Natürlich muss ich ehrlich zugeben, waren ein paar Accounts dabei, so Level 2 bis Level 5, die dann dementsprechend eher nicht so viel gemacht haben. Aber auch inaktive von damals, ich habe mir die jetzt danke benannt, schon mal ein paar davon. Feldhaus der Boss beispielsweise. Die Medaille habe ich auf Platin. Es fühlt sich an wie Cheaten, muss ich wirklich sagen, schon ziemlich krass. So, ich gehe dann auf seine Freundesliste, also auf die Person. Und hier sehe ich, Superkumpel hat er noch nicht erreicht. Okay, erlöst hat er noch nicht. Aber hier kann ich mir schon mal abholen. 10 Taubsi-Sticker mit diesen Shiny-Icons und eine Pokémon-Belohnung. Wie eine Quest-Belohnung klicke ich jetzt hier drauf und kann mir ein Kindwurm, bei jedem Freund, der das gemacht hat. Das ist doch wie Cheaten, oder? Plus noch dazu, dieses Kindwurm ist eben wie eine Questbelohnung, bedeutet Mindest-IV, 10 Angriff, 10 Verteidigung, 10 KP. Es gab sogar bei einem Schritt gibt's Chanera und im Event hatte das einen Blumenkranz. Habe ich Screenshots gesehen von Shiny Blumenkranz Chanera XL jetzt hier für Kindwurm. Na und schauen wir die IV mal an. Jo, mindestens 10, 10, 10. Das ist richtig genial. Danach lande ich hier. Na und genau, ich habe auch viele Raid-Einladungen bekommen. Na und jetzt kann ich hier wieder, ich habe das eben Danke genannt und da sind echt viele Leute. Level 17, der hat zum Beispiel neu wegen mir angefangen, aber auch schon ein bisschen was abgeschlossen. Hier kann ich was abholen. Wenn die Person 3 Raids macht, bekomme ich einen gratis Raid Pass. Irgendwie heftig als jemand, der Videos macht und ein paar Follower hat. Ich will das eigentlich auch gar nicht zu sehr ausnutzen. Ich wollte es nur mal jetzt hier so auch im Video. Was? Ich sag doch, das ist wie Cheaten. Da. Was? Und noch dazu, die können nicht flüchten. Ach du meine Güte. Moment, das fange ich mit einem Pokéball.
dann ist ein Shiny im Pokéball drin. Wie cheaten? Na gut, dass das jetzt Shiny war, ist ultra Glück, jedoch. Ja, weil natürlich die Person, die ich werbe, die kann sich auch Belohnungen abholen, aber eben nur einmal. So, und ich, wenn ich 50 Leute werbe und die alle fleißig sind, kann ich den ganzen Tag abholen. Hier permanent. Irgendwelche Drachen und Glurak gibt's auch noch. Und ja, dann tippe ich wieder hier drauf. Gebe Danke ein, die habe ich mir eben so Nickname gespeichert. Und mal schauen, was der Kollege noch für mich so hat. Was ist hier drin? Flampion. Auch genial mit den Mindest-IV. So, Flampivian ist ein starkes Pokémon. Ich meine, die Eisform noch etwas besser, aber nehme ich auf jeden Fall gerne. Und da kann ich den ganzen Tag fangen. Und es ploppt auch immer, so wie eine Raid-Einladung zum Beispiel. Oder wenn ein Pokémon ein Bonbon gefunden hat, da oben eben, ploppt auf. Falls jemand von meinen Freundinnen und Freunden einen Meilenstein erreicht hat, dann sehe ich das. Dann sollte ich rein theoretisch drauf tippen können und würde dann direkt auf der Freundesliste landen, aber da gibt es leider noch einen Fehler. Na und danach stürzt immer die App ab. Aber, also zumindest bei mir. Aber in der Theorie sollte das so funktionieren. So, hier noch Sticker. Aber von denen kann man ja nur 25 maximal haben, oder? Warum ist die Reihenfolge bei allen anders? Das finde ich auch seltsam. Und ich, Glurak. Garantierte XL-Bonbons. Kann rein theoretisch auch Shiny sein, glaube ich. Mittlerweile ein Glurak, weil das auch ein Mega-Raid ist, würde ich jetzt links oben auf Flüchten klicken oder meine App würde abstürzen, müsste dieses Pokémon rein theoretisch im Quest-Stapel landen. Da bin ich mir jetzt nicht zu 100.000% sicher und ich will es jetzt auch nicht testen, denn ich habe sehr viele Dratini da drin. Aber was ich machen könnte, die Glurak da reinsammeln und dann mit Sternenstück dreifach Fangsternenstaub und so fangen oder in einer Rampenlichtstunde oder was auch immer, obwohl da gibt es sowieso genug zu fangen. Genau, einfach ein Glurak mit mindestens 2 XL müsste das sein. Genau, da haben wir sie auch schon. Also, hier habe ich mal jemanden, der hat sich dem Namen entsprechend logischerweise wahrscheinlich nur wegen mir angemeldet. Aber da muss ich wirklich sagen, wenn ich hier so durchscrolle, der hat sogar schon die 3 Raids. Der hat sämtliche Pokémon-Belohnung. Der hat die Pokémon erlöst oder so. Ich kann mir hier schon die 50 Mega-Energie für irgendwas abholen. Für Glurak, okay. Echt krass. Echt krass. Also es waren wirklich viele dabei. Nochmal Glurak. Vor allem auch, was mich gewundert hat, obwohl es da eben diesen Fehler gab, vor allem einige zurückkehrende Personen, die so irgendwo zwischen Level 30, 35 sind und schon 30.000 Pokémon gefangen haben oder so in der Art. Genau, wieder 2 garantierte XL. 50 Mega-Energie bekommen. Oh, da muss ich da ein paar Entwicklungen machen. Nicht, dass ich da, das Maximum ist 2000. Drüber hinaus geht dann eben nicht. So, schauen wir nochmal zum Spieletrend-Fan. Danke dir für den Raid Pass auf jeden Fall. Ist ein knapper Euro, je nachdem, welches Paket man sich kauft. Was befindet sich hier drin? Kapuno? Kapuno? Das ist wie Cheaten für mich. Natürlich, für eine normale Person, nicht, dass ich nicht normal bin, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wo wirbt man schon jemanden? Da hat man dann wirklich vielleicht nur 1, 2, 3 Personen, die man gut im echten Leben kennt und sagt, hey, wollt ihr nicht zocken oder wollt ihr nicht wieder anfangen? Und vielleicht fangen die dann wirklich wieder an und finden Spaß daran und sehen die ganzen neuen Features und so weiter und bleiben dann im Spiel mit dabei. Aber ich könnte das ja wirklich komplett ausnutzen, auch mit den zurückkehrenden Personen dann. Sollte das mal funktionieren, mit 90 Tage oder plus inaktiv. Funktioniert eben leider nur bei gefühlt einem Drittel. Porenta, Galaporenta, ein regionales Pokémon in Wahrheit, früher mal. Aber ich glaube irgendwie, ich fühle mich schlecht dabei. Ich weiß nicht, ich fühle mich dabei echt schlecht, weil das sonst niemand machen kann. Außer eben ein paar YouTuber, Social Media Personen mit ein paar Followern, die Influencer. Aber auf jeden Fall, 2 XL, Porenta, Galaporenta. Mal schauen, was wir hier noch so rausziehen aus dem Stapel. Bisschen schade, dass man da nicht sehen kann, von welcher Aufgabe das dann immer dementsprechend war, vor allem wenn die Reihenfolge bunt durchgemischt ist. Okay, ein Flampion. Bilde ich mir das ein oder ist das Flampion ein bisschen weiter rechts und überhaupt nicht zentriert? So. Oder sehe ich schon schlecht? Keine Ahnung. Flampion gefangen. Gleich geht's weiter. So, hier die Sticker. Dann für 100 Entwicklungen, was man ja auch
wenn man dann halbwegs aktiv ist, irgendwann wohl oder übel hat, eine super Brutmaschine einfach. Klar, eine einzige ist nicht viel, aber wenn ich 50 Leute werbe, ah okay, hier ist noch das Kindwurm versteckt. Also das sind sowohl die häufigen, der Flampion, Kindwurm, Glurak, die man dann relativ schnell hat dementsprechend. Aber Chanera war da auch noch irgendwo, habe ich schon mal gesehen. Ja, und da werde ich jetzt einfach so in den nächsten Wochen mal wieder berichten, wenn da die Leute mehr abschließen, eventuell, was ich da noch so erhalten kann. Das hört sich irgendwie viel an, nein, ist nicht viel. Oder da haben wir hier noch den Matze, dankeschön, dass du meinen Code eingegeben hast, Level 37. Schon lang nicht mehr gespielt, inaktiv gewesen, länger als 90 Tage und danach meinen Code eingeben können. Auch von dir hier, ultra viele Pokémon-Belohnung, Flampion, da haben wir es wieder, bin gleich wieder zurück. Dann, was haben wir hier drin? Kapuno würde ich auch, Glurak, XL ohne Ende, nehme ich natürlich auch gerne und auch so die Bonbons. Die können nicht flüchten, bitte macht mir nicht nach und nehmt die guten Bälle, aber ich will jetzt nicht 17 Pokebälle verbraten und euch hier die ganze Zeit warten lassen, deshalb nehme ich da die besseren Bälle, aber wie gesagt, Questbelohnungen und so weiter, das kann nicht flüchten, also könnte man da auch die normalen Pokebälle verwenden. Und Sternenstaub gibt es um Glurak auch ordentlich, 500 ohne Event, ohne Sternenstück, ohne irgendetwas, da kann ich mein Level 50er Glurak dann mal pushen, fällt mir gerade auf. Das machen wir jetzt hier auch kurz zwischendurch. So, da hatte ich nämlich noch nicht genügend für Level 50. Mal schauen. Noch immer nicht, aber ein bisschen was. Verwende ich häufig bei Team Go Rocket. Von daher, jedes Power-Up ist mir hier lieb. So, lieber Matze, was gönnst du mir noch? Kapuno, wie wär's? Porenta, Gala Porenta. Nehme ich ebenfalls sehr gerne. Es ist wirklich... Das waren jetzt nur ein paar Personen in ein paar Tagen, die sich natürlich, bin ich mir sicher, auch extra jetzt Mühe gegeben haben. Aber ja, wenn man das auf mehrere Wochen und dann noch 30 Tage Pokéstop hintereinander... Ich weiß nicht, sagt mir, ist es Cheaten? Mache ich da was Falsches? Nutze ich meine Kraft, meine Macht? Nutze ich die illegal aus? Oder würdet ihr es genauso tun? So, was ist hier drin? Kindwurm. Ja, also, wenn ich noch kein... 100er oder Shiny gehabt hätte, ich glaube nach dem Freunde-Werben-Feature wäre es irgendwann dann mal da gewesen. Aber Kindwurm war ja schon mal ein Community-Day-Pokémon, von daher, ja, aus dem Grund ist es jetzt nicht so krass wertvoll für mich persönlich. Aber wenn jemand den verpasst hat, den Community-Day, dann schon ziemlich krass. Dann Pocto 2019, eventuell hast du 2019 begonnen und dann auch irgendwann aufgehört. Level 34 war auch schon sehr aktiv. Da kann ich mir auch wieder die Mega-Energie abholen. Aber ich glaube... Oder ich mache einfach andauernd Glurak-Entwicklungen jetzt. Ist das wieder Glurak? Ja, Glurak-Mega-Energie. Ich glaube, die werde ich mir dann noch nicht komplett abholen, weil eben, wie gesagt, 2000 das Maximum ist. Und hier wieder ein Glurak. Aber warum genau Glurak? Was ist mit Bisaflor und mit Turtok und so weiter? So, hier sind noch 4 Encounter. Vielleicht finden wir da ja mal noch ein neues Pokémon. Flampion mal wieder, okay. Noch ein Kapuno wäre nicht schlecht. Das würde ich gerne nehmen. Das fehlt mir auch in Shiny. Boah, stellt euch vor, ein Shiny Kapuno hier so im Video. Da hätte ich was fürs Forscherbild. Kindwurm, ne, ebenfalls. Jetzt, wo ich die Drachen-Pokémon schon gefangen habe für die Mew-Spezialforschung, bekomme ich hier noch so einige. So, was fehlt uns von dir noch? Kapuno, oder? Kapuno? Porenta. Gala Porenta ebenfalls. Nehme ich gerne. Ich habe einen 100er bekommen aus der Kampfliga. Das mit XL würde ich pushen. Definitiv. Und letzter Pokémon-Encounter bei dem Kollegen. Ach ja, und einen Rauch würde ich auch immer nach 25... Was? Kaumalat. Einen Rauch würde ich ja auch immer nach 25 Feldforschungen bekommen, was jetzt nicht so ultra die harte Aufgabe ist. Ja, also unterm Strich fühlt es sich für mich als Content-Creator mit einer Reichweite gerade wie Cheaten an, weil ich kann den Code ja immer und immer und immer wieder posten und XL sogar bekommen. Grenzgenial. Einfach nur grandios, muss ich sagen. Dann gönnt mir hier noch jemand einen Raid Pass. Oh, Hyperkumpel gibt 5 Brutmaschinen, habe ich auch schon ganz vergessen. Na gut. Also, das ist ziemlich verrückt, muss ich sagen. Das ist ziemlich verrückt. Das werde ich mir jetzt so nebenbei abholen, dann immer aufnehmen und irgendwann als Gameplay so auch zusammenschneiden, wenn ich dann mittlerweile weiß, was ich eher schnell bekomme von den Leuten, was es da so alles gibt.
Ich bedanke mich vielmals bei allen, die meinen Code verwendet haben. Und muss aber auch sagen, die Level 2er, Level 5er und so, wo ich auch merke, einer hieß zum Beispiel Hallo Schilling, irgendwie sowas in der Art. Ja, das war vermutlich nur ein kleiner Spaß, so. Na, um mich mal hinzuzufügen. Die Personen werde ich dann auch wieder löschen. Nehmt mir das nicht übel oder persönlich oder so, aber... Porenta überall, bei jeder Person, in jeder Pokémon-Belohnung drin. Na gut, dann machen wir hier mal einen Punkt dahinter. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, bedanke mich bei den ganzen Freunden und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.